So macht man die Oma stolz. Bei der Royal Horse Show, einem fünftägigen Pferdesportturnier im Park von Schloss Windsor, gelingt es einem Familienmitglied, die Monarchin in ein strahlendes Honigkuchenpferd zu verwandeln. Und das ausgerechnet wegen einer Kutsche. Das mehrtägige Event auf den schlosseigenen Ländereien ist ein Standardtermin im Kalender der 95-jährigen Pferdenärrin. Schon in den Tagen zuvor beehrt sie die Veranstaltung mit ihrer Anwesenheit und ihrer guten Laune. Ja, das muss man ihr wirklich lassen. Bei den vergangenen Terminen ist die sonst sehr auf Kontenance bedachte Königin äußerst ausgelassen. Auch das Finale der Royal Horse Show steht ganz im Zeichen ihrer guten Laune. Verantwortlich dafür dürfte vor allem ihre Enkelin Louise sein. Die 17-Jährige behauptet sich in der Kutschfahrdisziplin und tritt damit in die Fußstapfen ihres verstorbenen Großvaters Philipp, seines Zeichens selbstbegeisterter Kutschfahrer. Als wäre die Teilnahme an dem für ihn wichtigen Wettkampf noch nicht Ehre genug, steigt Louise dafür sogar in seine alte Karosse. Damit ist der Prinzgemahl zu seinen Lebzeiten selbst gerne über die grünen Weiden von Windsor Park gefahren. Das macht vor allem die Oma mächtig stolz. Aufmerksam beobachtet sie ihre Enkelin von der holzverkleideten Tribüne aus. Mit ihrer Sonnenbrille und dem umgebundenen Kopftuch hätten wir die Queen zunächst kaum erkannt. Sieht irgendwie ulkig aus, wie sie da in ihrem entspannten Outfit sitzt und ihrer Enkelin die Daumen drückt. Ihrem Grinsen zufolge amüsiert sich die Königin prächtig und uns gleich mit.